Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter. Beim letzten Mal habe ich noch laut überlegt, wo und wie und wann und überhaupt ich jetzt weitergehen würde. Da sind ja gar keine, also außer hinter der Kiste dort befindet sich ein Bockblin, aber irgendwie sieht es nicht so aus. Das sieht mehr wie eine Falle aus oder so, oder wie so ein zusätzliches. Was haben die da aufgestellt? Ist egal. Interessiert mich in dem Moment gar nicht so furchtbar schrecklich. Ich möchte stattdessen mal hier so ein bisschen weitergehen. Ich meine, das bietet sich auch ein wenig an. Draußen regnet es und es ist kalt. Und hier tropft es zwar auch ein bisschen von der Decke, aber man ist zumindest ein bisschen mehr geschützt vom Regen, als wenn man jetzt gänzlich da draußen so umher eiern würde. Deswegen gucke ich mir das einfach mal hier genauer an. So, hallo Kollege. Du möchtest mich mit deinem Stock hauen. Darauf habe ich verständlicherweise aber keine Lust. Haha. So kann es manchmal gehen in dieser Welt. So, dop, die dop, die dop. Nehme ich noch? Nein, ich nehme natürlich nichts mit, weil wir schon bestens ausgerüstet sind. Und auch, wenn ich auf den Radar gucke, dann sehen wir auch, dass ich auch da in der Beziehung den vollkommen richtigen Weg gehe. Wobei, wir wollen nach Atheno, das ist richtig. Aber eigentlich wäre der komische Turm hier eigentlich auch ganz gut gewesen, ne? Damit wir mal die Karte aufdecken. Ah, apropos Turm. Ja, so ein Zufall aber auch. Oh, was haben wir denn da hinten? Das sieht sehr nach Atheno aus und nach einem Schrein aus. Wie sie auch jedwedes Dorf irgendwie in der Nähe eines Schreins gebaut haben. Ist das noch Zufall? Ich weiß es nicht genau. Aber, naja, gut. So, was liegt denn hier rum? Oh, ein paar Eicheln. Eicheln, Eicheln, Eicheln. Eicheln für den Leckermaul. Für das Leckermaul. Für das Leckermäulchen. Den für Hering. Ja. Genau das. Au. Was zum Geier. Ah, okay. Ist in Ordnung, Kollegen. Ist in Ordnung. Oh ja, und dann noch 2 Dutzend Knochenheinis dazu. Oh, ich liebe mein Leben. Ich liebe es so sehr. Mit wem fange ich denn jetzt nur an? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht erstmal mit dem Wischmopp? So, zack. Okay. Hätten wir das geschafft und der Knochenheini hat jetzt nicht wirklich den Wischmopp in die Hand genommen, oder? Er hat den Wischmopp in der Hand. Warum hat er den Wischmopp in der Hand? Er soll mich in Ruhe lassen. Knochenheini, geh weg! Ernsthaft? Als ob sowas sein müsste. Und jetzt, ja, komm. Kaboing. Kaboing. Kabuff. Schön. Mein Gott, so ein Stress. Warum? Man weiß es nicht. Alles her, alles meine, alles meine. Hm. Heugabel. Die war doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Oh, man könnte hier übrigens auch einfach rübergehen. Wie ich gerade mal so feststelle, eventuell, was trage ich eigentlich momentan für Waffen mit mir rum? Ich sag so konsequent, nein, nein, ich möchte nicht, aber vielleicht möchte ich ja doch. Hier, ich trage so einen ollen Bockstock die ganze Zeit mit mir rum. Hui! Da kann ich doch stattdessen auch gut und gerne mal die Heugabel führen, oder? Ich glaube ja irgendwie schon. Ich möchte zuerst auf den Turm. Ich möchte zuerst auf den Turm. Das lässt sich von hier aus auch irgendwie bewerkstelligen. Da bin ich mir fast sicher. Hallo, Kollege. Na? Hast du Bock auf mich? Hast du Bock auf mich? Ich habe jedenfalls Bock auf dich. Tja, kannst du mal sehen, ne? Lob. Du bist viel zu langsam. Ne, 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 ne. Okay. Moblinhorn, Moblinhauer. Ich werde wahrscheinlich nur noch diesen Part heute hier aufnehmen. Das wird dann auch einer der letzten langen Parts, glaube ich, gewesen sein, die ich zu diesem Spiel aufnehmen kann. Denn so langsam aber sicher neigt sich mein Urlaub dem Ende entgegen. Und ich hatte das ja irgendwann angekündigt. Vielleicht war das dem einen oder anderen da draußen gar nicht so bewusst. Sobald mein Urlaub vorbei ist, werde ich die einzelnen Zelda-Teile, ich werde die ein ganz klein wenig, ich möchte kurz was nachgucken. Ach so, das sah jetzt nur deswegen so komisch aus. Okay, weil ja, ich habe nur dieses Kreuz hier gesehen und ich habe mich gefragt, hä, was soll das sein? Oder ich habe das Kreuz gesehen. Aber das ist einfach nur die Markierung der Karte. Okay, nee, ich verstehe. Alles klar. Ja, wie gesagt, Urlaub bald vorbei und dementsprechend, ich werde dann so gesehen nicht mehr unendlich viel Zeit zur Verfügung haben, weshalb ich dann dazu übergehen werde. Husch, husch. Und tschüss. Weshalb ich dann dazu übergehen werde, die Videos wieder
nicht normal lang zu machen, sondern ich werde sie, ja, okay, sie werden dann wieder einen, sie werden eine kürzere Länge aufweisen. So, was bedeutet das Umkehrschluss für euch? Bedeutet unter Umständen, dass wir noch weniger Fortschritt innerhalb eines Videos bekommen bei diesem Projekt hier. Machen wir uns nichts vor. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist ein umfangreiches Spiel. Ich persönlich habe da auch absolut gar nichts gegen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere von euch da vielleicht so ein bisschen diesbezüglich meckerig dann unter Umständen drauf ist und so und sich so denkt, meh, das dauert ja alles ewig und 3 Tage beim Hering. Aber dann ist das halt in dem Moment so. Ich kann's leider nicht ändern. Das ist das Problem. Also, ja, nee, das ist halt, ist dann irgendwie, ist dann halt so. Und ich selber habe eigentlich auch nichts gegen die kürzeren Parts. Bin ich auch ganz ehrlich. Wie gesagt, es hat halt den Vorteil, dass man zum Beispiel auch als weitestgehend berufstätige Person zum Beispiel sich irgendwie abends auch noch hinsetzen kann in Ruhe und dann mal eben so seine Viertelstunde bis 20 Minuten Zelda konsumieren kann und man dann trotzdem immer noch irgendwie auf dem aktuellsten Stand bleibt. Und ja, gut, das ist einfach so der Hintergedanke, den ich bei der ganzen Angelegenheit habe. Ja, das ist ja so, das ist einfach auch halbwegs gesund, so wie ich mir das vorstelle und vor allem auch für mich und deswegen passt das dann hoffentlich schon. Okay, also da renne ich jetzt nicht runter, nur wegen den paar Items. Wenn ich doch quasi gesehen jetzt schon gleich hier auf einem Turm bin. Wobei, das sieht irgendwie komisch aus. Was zum Geier? Was haben die hier mit dem Turm gemacht? Hallo? Hallo? Dornröschen? Irgendjemand? Sieht fast danach aus. Was ist denn hier los? Blümchen, Blümchen, Hyrule-Gras. Hallo, du kleiner Fuchs. Weißt du, wie es da reingeht? Zufälligerweise? Der Hateno-Turm. Soll das so? Oder soll das nicht so? Ich möchte euch haben. Ich möchte euch haben. Ich möchte euch haben. Bitte nicht in den Tod springen, ihr Ausdauerschrecken. Nein, bitte nicht in den Tod springen. Das mache ich schon für euch. Ah. So funktioniert das ganz gut. Ah, okay, alles klar. Man kommt hier hoch. Es sieht nur so gefährlich aus auf den ersten Blick. Und ich habe mich schon irgendwie innerlich halb auf den Rückweg fast gemacht, dass ich hier gänzlich abhauen müsste. Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sogar der Regen hat aufgehört. Zur Feier des Tages. Dementsprechend können wir den Ausblick hier gleich noch viel mehr bewundern und begutachten. Warum ist hier aber alles so voller Dornen? Soll das, ist das irgendwie Absicht? Ist das von irgendjemandem heraufbeschworen? Ist die Verheerung Ganon daran schuld, so wie an so ziemlich allem in dieser Welt? Ist irgendwie sehr einfach in dieser Welt jemandem die Schuld zu geben, oder? Wenn irgendwas nicht läuft, ist die Verheerung Ganon. Es regnet mal wieder, Verheerung Ganon. Mein Kaffee schmeckt schlecht, Verheerung Ganon. Irgendwie so in der Art. Weiß ich ja nicht, was ich von halten soll. Die Bewohner Hyrules machen es sich gewissermaßen vielleicht ab und zu ein bisschen zu einfach. Aber naja, was soll's. Ist ja eigentlich auch praktisch. So, gesehen. Irgendwie. Schon wieder eine schlechte Mathearbeit geschrieben. Verheerung Ganon. Ganz klar. Das, wenn das mal keine Ausrede ist. So. Wenn ihr mal wieder eine Ausrede braucht, ab sofort habt ihr eine. Verheerung Ganon. So, nicht anders. Hier ist der richtige, oder? Ja, hier ist der richtige Weg. Ich könnte natürlich auch ein bisschen schneller klettern, theoretisch. Ich habe mir ja ein, zwei Ausdauergerichte mittlerweile hergestellt. Damit sollte das eigentlich auch funktionieren. Insbesondere der Ausdauerpilzspieß, den ich, glaube ich, gemacht habe. Der ist ziemlich gut. Aber ich mache es lieber mal auf die Art und Weise. Ist sehr viel ressourcensparender. Und ich bin der Meinung, Link hat sich dann den Aufstieg nochmal um ein Vielfaches mehr verdient. Hoffentlich steht hier oben jetzt keiner, der irgendwie so sagt, wahaha, und der mich vom Turm runterschmeißt. Das wäre doof. Aber nö. Sieht friedlich aus, sieht gut aus. Ich möchte meine Switch einlegen. Zack. Und das nächste Update ziehen. Sheikah-Stein erkannt. Sheikah-Turm wird aktiviert. Yeehaw! Und das ist auch ein verhältnismäßig großes Gebiet, oder?
Vor allem ein sehr zerklüftetes Gebiet. Der Schreinsensor ging jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr los. Habt ihr es mitbekommen? Wir hatten ihn ja extra wieder angestellt, aber nichts war zu hören. Datenübertragung beginnt. Dann zeige mir mal das Gebiet in seiner vollen Blüte und Pracht. Ich bin gespannt und ich freue mich. Tadam. Da ist es. So, was sehen wir hier? Wir sehen... Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Wir sehen vor allem viele Berge. Hier und da mal ein See. Ein angedeuteter Fluss. Passt. So. Zeige mir, was geht. Da ist tatsächlich die Ranell-Spitze. Aha, interessant. Hier auf der Spitze soll irgendetwas gar Tolles sein. Oh ja, das sieht auch irgendwie... Hier soll irgendwas ganz Tolles sein. Und Zelda selbst war ja auch irgendwann mal dort oben. Und hat sich irgendwas geholt. Moment, jetzt sind wir hier. Wir sind vorbei über... An der Narra-Hochebene. Am Halblut... Halblut? Am Wamblut? Okay. Ovile-Ebene? Oder Ovil-Ebene? Der Kampfersee? Kampfersee? Kämpfersee? Dormiwald? Hochland? Ebenholzberg? Südbucht? Hateno-Insel? Was wie wo? Hier geht's zum offenen Ozean. Oder wie oder was? Meer von Nekluda. Es sieht so danach aus. Ozean, Ozean. Interessant. Einbaumkette, Ahornhalbinsel, Hinterbucht. Ah, ob hier irgendwelche Piraten vielleicht unterwegs sind oder so. Oh, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier wiederum sollte eigentlich Hateno sein. Bin ich mir fast sicher. Ja, Hateno fängt sogar hier schon an, glaube ich. Hier sind jede Menge Hütten, Hütten, Hütten. Und hier hinten ist wahrscheinlich bei Zeldas Vermächtnis das Forschungsinstitut. Könnte ich mir jetzt einfach mal gut vorstellen. Hier haben wir einen Weihesee. Ranell-Klippen, Ranell-Plateau. Wieder irgendeine Ebene. Ja gut, und da hinten geht's Richtung Kakariko. Das hätten wir alles schon mehr oder weniger erforschen können, wenn ich hier einfach weitergegangen wäre. Was auch immer hier ist. Das sieht alles so... Wurden hier die... Haben die Soldaten, die Bergarbeiter... Eher die Bergarbeiter von Hyrule damals hier in den Felsen gegraben und die Wächter gefunden und so. Wir hatten doch damals mal, vor langer Zeit mal, diese eine Zwischensequenz gesehen, wo die ganzen Leute an so einem Bergabhang standen und da so ein bisschen umhergetockt haben, um Sachen freizulegen. Eventuell stimmt das ja. Dieser Berg interessiert mich sehr. Ich möchte auf diesen Berg steigen. Und das dürfte auch dann, ja, das dürfte doch der Berg sein, den wir hier sehen, ne? Der gerade so nebelverhangen da ist. Und der sich vor dem Todesberg, glaube ich, nicht so wirklich verstecken braucht, was die Größe angeht. Die schiere Größe. Ob wir den reinen, den nackten Todesberg so in der Form eigentlich auch besteigen können? Das dürfte sehr warm werden. Glaube ich einfach mal. So, was tun, was tun? Wir können uns hier umschauen. Und da sehen wir dann zum Beispiel... Ein ganz normales Baumhaus. Lass mich raten, das gehört eigentlich irgendwelchen Bockblins. Was ist das dort? Achso, das ist nur der Bauernhof. Okay, genau, das sind die Zwillingsberge. Das verstehe ich, alles klar. Ansonsten sehen wir von hier aus aber verhältnismäßig wenig Schreine und so, ne? Bis auf den einen Schrein, der dort halt mitten im Dorf steht. Wie gesagt, das dort hinten ist bestimmt das Forschungsinstitut. Aber ansonsten sieht man hier in dieser Gegend erstaunlich wenig. Naja. Muss ja auch nicht überall sowas sein, denke ich mir, so in dem Moment. Ich bin gerade im Überlegen. Wollen wir einfach mal ganz todesmutig sein und da so... Da mal guten Tag sagen? Ich glaube, das wollen wir. Wir machen das Ganze aber mal bitte mit voller Lebensenergie. Also, fast voller Lebensenergie. Geronimo! Hui! Klar zum Entern! Hoffe ich. Zumindest. Hilfe! Oder so. Oh ja, da sind Feinde. Dab, 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 dab.
Dop. Moment. Wen möchte ich hier anvisieren? Das sind mehrere Ebenen. Da möchte ich lieber hier oben sein, wenn ich schon jemanden anvisiere. Und dann möchte ich bitte so machen. Okay. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Und erstaunlicherweise hat es keine Sau mitbekommen. Okay, da hinten ist noch ein zweites Baumhaus. Ishin-Bogen. Traditioneller Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt und sich spannt, erscheinen auch weit entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Das ist aber nett. Okay. Cool. Einen richtig coolen, krassen Bogen. Würdest du mich bemerken, wenn ich aufstehe? Eventuell würdest du mich bemerken. Ich möchte die Truhe öffnen. Ein Opal. Danke dafür. Mir wurde übrigens gesagt, dass ich die Truhen mal auf eine sehr besondere Art und Weise öffnen muss. Oder soll. Eventuell machen wir das einfach mal beim nächsten Mal. Flupp! Okay, das hat gut Schaden verursacht. Leider. Flupp! Okay. Ja, leider lebst du immer noch. Aber ansonsten hat es jetzt keiner so wirklich mitbekommen, oder? Hey, du! Ja. Oh. Hat wirklich keiner mitbekommen. Reiseschild. Doch. Habt ihr es mitbekommen? Wisst ihr, dass euer Kollege nicht mehr am Leben ist? So richtig wisst ihr es nicht, ne? So in ganz heller Aufregung seid ihr zumindest nicht. Moment. Ich möchte. Treffe ich das von hier aus? Ich weiß es nicht. Ich möchte ein bisschen in Deckung gehen. Ich weiß nicht, ob die Distanz zu groß ist. Ich hoffe gar sehr, dass das gut geht. Ich wollte nicht ihn treffen. Ich wollte das treffen. Was? Wie jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Was habe ich denn jetzt getroffen? Verdammt. Ach. Hi-ha, wo kommst du denn her? Warum bist du hier? Warum bist du nicht unten? Flup, flup, flup. Gut. Hätten wir das Thema erledigt? Okay, ja, ja, bum, bum und so weiter und so fort. Ist vollkommen in Ordnung. Dein Holzbogen zerbricht gleich. Ist mir durchaus bewusst oder beziehungsweise ist mir durchaus klar. Ihr habt nicht unendlich viele Fässer zur Verfügung. Das ist unnötig, was ihr da tut. So, buh, buh. Ja, hier, komm. Buh, buh. Von mir aus, hoppsula, können wir die ganze Zeit so weiterspielen? Hilfe, ich hab keinen Bogen mehr. So, Reisebogen. Das ist mein letzter Schmalhansbogen. Danach wird's krass, Leute. So. Buff. Und buff. Und buff-di-buff. Hieß es nicht, dass es effektiver ist, wenn ich euch am Kopf treffe? Sollte eigentlich effektiver sein. Dü-dü-dü-dü-dü. Tja, wenn man die Fässer da hinten treffen würde, ne? Und wenn man dann noch so richtig. Mist, das bringt nichts. Ja, das wäre schön gewesen, wenn er das Fass in der Hand hat. Und. Wenn er das Fass in der Hand hat. Ach, verdammt, warum komme ich denn. Ja, das ist mega doof so. Wie komme ich denn jetzt rauf zu euch? Das ist nicht euer Ernst. Ich will jetzt nicht. Na, ich hab Buh. Ernsthaft, wie komme ich denn? Na gut, über den Baum? Ja, über den Baum. Alles klar. Gut, dann habe ich fast nichts gesagt. Was kann ich denn? Was hätte ich denn da nehmen können? Ach so, ein Holzpfeil. Nenu? Das funktioniert da doch nicht. Ach so, warum funktioniert das nicht? Ganz einfach, weil die hier zugemauert haben. Oh, das ist so schlecht. Okay. Hier kann man jetzt nochmal hoch. Das ist schön. Dieses Baumhaus ist auch viel größer und komfortabler. Finde ich auch irgendwie cool, dass ich das hier erobert habe. Aber warum kann ich jetzt das da drüben nicht erobern? Holzpfeil, Holzpfeil. Mehr Holzpfeile. Gut, dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Er will geentert werden. Ich weiß genau, dass er geentert werden will. So.
Alle, hopp. So, nicht anders. Okay. Düpp, 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 düpp. So, Kollege. Bockblendfeld. Okay, so. Wie soll ich die Truhe öffnen? Auf ganz markante Art und Weise. Ich soll sie ohne Hose öffnen. Ablegen. Und dann soll ich mir das Ganze von hinten angucken. Das ist irgendwie so, das klingt alles so falsch. Es wurde mir so geschrieben. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht genau, ob es sinnvoll ist, dann... Wir legen mal die ganzen Sachen auch ab, damit wir gucken können. Holzpfeil mal 10. Haben wir da jetzt irgendeine Veränderung gesehen? Hätte ich die Kameraperspektive irgendwie anders? Irgendwie fühle ich mich gerade sehr doof. Ich zieh mal meine Hose wieder an. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich glaube nicht, dass die betreffende Person mich angelogen hat oder so. Ich glaube nur, dass ich jetzt irgendetwas entweder falsch verstanden oder falsch gemacht habe. Das möchte ich jetzt an der Stelle dann einfach nur so sagen. Okay, ja. Übrigens könnte man, das habe ich mittlerweile auch gelesen, kann man auch mit Paya im Dorf Kakariko da diesbezüglich nochmal seinen Spaß haben. Wenn man ihr gegenüber dann ohne Hose auftritt. Was ich bei Zeiten dann auch nochmal ausprobieren möchte. Aber auch das ist eigentlich sehr, sehr falsch. Oh ja, das ist wohl sehr, sehr falsch. Egal. Ab und zu kann man ja ruhig auch mal seinen Schabernack so treiben, ne? Deswegen, das ist dann schon einigermaßen in Ordnung. Achso, hab keine Waffen mehr ausgerüstet. Nehmen wir mal so eine schnucklige kleine Bockkeule. Damit die Bewohner von Ateno genau wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, wenn ich in ihr Dorf komme. Genau. Dann sehen sie nämlich gleich, dass ich so ein richtig verkappter alter Waldschrat bin. Den man am besten sofort mit Heugabeln und brennenden Fackeln verjagen sollte. Das wäre unter Umständen sehr, sehr sinnvoll. Was ist das hier für ein süßes kleines Wäldchen? Oh, ein Bockblindwäldchen. Und? Was macht ihr denn? Ah. Seid ihr auf Wildschweinjagd? Das scheint fast so. So, Wildschwein. Hau ab. Ich kümmere mich um euch. Ja, ja. Auch wenn ihr Meister der Lanze sein mögt. Aber gegen mich habt ihr dann doch keine Chance. Die dumm? Die halten ja 3 Schläge aus. Warum halten die 3 Schläge aus? Weil die Waffe nicht so toll ist. Okay, verstehe ich. Aber trotzdem. Du. Hoppsala. Boah, Wildschwein. Sei mal locker. Ich glaube zu wissen, welchen Schrein uns der Radar anzeigen möchte. Deswegen mache ich jetzt einfach mal wieder das Piepen aus. Das sollte ja eigentlich der Schrein aus Hateno sein, den wir schon aus größter Entfernung gesehen haben. Was zum Geier? Was hast du denn da gemacht? Hey, Kollege. Moment. Das kann ich nie so stehen lassen. Das sieht nicht richtig aus. Puff. Da ist noch einer. Wie, was, wo? Hä? Moment. Da oben ist doch... Da liegt doch noch jemand. Hallo. Warum werden hier Menschen angegriffen? Warum könnt ihr überhaupt Menschen angreifen? Das sehe ich jetzt alle erstmal. So. Alles okay mit euch? Moment, ich rede erstmal mit der Person dort unten. Sofern die Person noch da ist. Endlich in Sicherheit. Hi. Wir haben hier nur nach Pilzen gesucht und plötzlich wurden wir von Monstern angegriffen. Daran ist nur meine Schwester schuld. Sie will ja erst wieder nach Hause, wenn wir Maxi-Trüffel gefunden haben. Okay. Du hast uns gerettet. Ja, das habe ich in der Tat. Und nu? Bisschen mehr Dankbarkeit. Maxi-Trüffel findet man nicht einfach an jeder Ecke. Diese erlesene Delikatesse lässt all deine Müdigkeit verfliegen und stellt deine Gesundheit völlig wieder her. Ich weiß ja, dass es hier gefährlich für meine Schwester und mich werden kann, aber es gibt wohl keine Möglichkeit, reich zu werden, ohne ein kleines Risiko auf sich zu nehmen. Hey, Schwesterchen, achtest du vielleicht darauf, uns nicht beide wie geldgierige Geschäftemacher aussehen zu lassen? Mir zum Beispiel wäre auch sehr viel darin gelegen, heil wieder nach Hause zu kommen.
Jetzt reg dich nicht auf. Entweder kommen die wieder oder wir finden mehr Maxi-Trüffel. Wir warten einfach ab, was zuerst passiert. Ah. Okay. Kann ich helfen? Maxi-Trüffel findet man nicht einfach an jeder Ecke. Diese erlesene Delikatesse. Ich weiß ja, das ist hier gefährlich. Keine Möglichkeit. Hey Schwesterchen, mir zum Beispiel. Jetzt reg dich nicht auf, Pa. Kann man mit dir noch reden? Ich habe meiner Schwester gesagt, dass unsere Leben ein zu hoher Preis sind, um hier Pilze zu sammeln. Aber wenn sie an Pilze denkt, denkt sie an das große Geld. Und dann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Jetzt hilf schon mit Pilze sammeln. Ohne einen Maxi-Trüffel gehen wir nicht nach Hause, Mac. Wenn es dich glücklich macht. Na, herrlich. Gut, ich möchte mich da gar nicht einmischen. Ist mir offen gesagt zu blöd. Weil ich eine herzensgute Person bin. Mache jetzt den Kollegen aber auch einfach nochmal kaputt. So. Damit er hoffentlich... Wow. Die lieben Frauen in Ruhe lässt. Okay. Was haben wir denn noch hier? Zum Beispiel das wunderbare Soldatenschwert. Gib mir die Hacke. Wie zum Geier. Wie viele sind noch hier? Das ist nicht euer Ernst. Ups, ups. Das sind wirklich sehr, sehr viele von den ollen Bockblins. Dementsprechend ist es sehr gefährlich, die ollen Trüffel hier zu sammeln. Findet man die Trüffel so wie jeden anderen Pilz? Oder muss man sich dafür ein bisschen mehr ins Zeug legen? Oder wie genau funktioniert das? Weil wenn ich vielleicht so einen richtig coolen Maxi-Trüffel hier irgendwo finden würde, vielleicht könnte ich dann dafür sorgen... Hyrule-Pilz. Ja, ja, haut mal lieber ab. Vielleicht könnte ich dann doch dafür sorgen, dass sie irgendwann nach Hause gehen oder so. Mein Gott, was ist denn los hier? Hateno, die Wiege der Zivilisation und der niederen, ja, Bockblin-Population, die in rauen Mengen vorhanden ist. Das ist nicht, nicht schön. Überhaupt rein gar nicht schön. Dafür habe ich jetzt jede Menge Gartenwerkzeug. Hacke, Heugabel. Stimmt mal irgendwo. Wischmopp. Kann man alles mal mitnehmen. So, auf den ersten Blick sehe ich jetzt aber nichts Außergewöhnliches, offen gesagt. Was auch nur andeutungsweise auf so ein... Ja genau, Wischmopp. Was auch nur andeutungsweise auf so einen Maxi-Trüffel hinweisen lässt oder hindeutet. Au. Deswegen... Ach, Mann. Weiß ich es jetzt auch nicht besser. Hacke zerbricht gleich. Mag sein. Aber, ja, dieses Duell fordert mich. Bam. Deine Hacke ist zerbrochen. Das ist vollkommen richtig. Hilfe, 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 Hilfe. Eisenhammer. Ja, das ist klar. Er hat sich ja echt Mühe gegeben mit seinem Wischmob. Das muss man ihm lassen. Dü. Was zum Geier? Diese, ja... Die Feinde hier in diesem Wald, die reißen nicht ab, ne? Also, die allgemeine Population, was das angeht. Ich bin erstaunt, wer mir hier so alles nach dem Leben trachtet. Ja, Heugabel, danke. Möchte ich mich wieder auf den eigentlichen Pfad begeben? Ich glaube, ich möchte mich eigentlich wieder auf den normalen Pfad begeben. Aber hier könnte man auch gut jagen. Wir haben ja auch, ja, Wildschweine sehen wir hier. Wir haben auch die Hirsche gesehen. Den Hirsch und die Rehe. Das war schon alles sehr, sehr, sehr nett. So. Aber jetzt können wir vielleicht eventuell tatsächlich Hateno durch das eigentliche Stadttor betreten. Wäre das nicht vielleicht auch sehr nett? Hateno. Oh, hi. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Ich komme in Frieden. Wer da? Bist du ein Eindringling? Irgendwie definitionsgemäß vermutlich ja. Ich würde es aber bevorzugen, wenn du mich als Reisender titulieren würdest. Hm? Stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist ja auf der Durchreise, oder?
Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Das ist aber nett, Knut. Dankeschön. Trägst einen hübschen Hut, Knut. Außerdem haben wir beide eine Mistgabel. Also irgendwie, wir sind quasi Blutsbrüder. Irgendwie. Das macht uns doch schon zu Blutsbrüdern, oder? Ich kenne die meisten Geflogenheiten leider nicht mehr. Ich habe 100 Jahre lang geschlafen. Du musst verzeihen. Okay. Wir sind da. In einem wunderschönen weiteren malerischen Städtchen. Wieder mal komme ich spät abends an. Das heißt, hier wird nicht sonderlich viel los sein. Aber was soll's. Wir können uns ja trotzdem schon mal ein wenig umgucken. Das machen wir dann aber nicht mehr heute, sondern dann beim nächsten Mal. Wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich sag jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.